meine Eindrücke hier von vor dem WDR-Gebäude sind absolut grandios. Ganz viele Kollegen sind hier vor Ort vom DJV, von den anderen Gewerkschaften. Und uns eint ein Ziel, dass wir eigentlich bessere Arbeitsbedingungen und eine gute Bezahlung haben wollen. Ich habe ja schon viele Streiks hier beim WDR durchaus mitgemacht, aber heute ist ganz beeindruckend die Zahl. Das zeigt dann doch, dass der Druck im Kessel ziemlich hoch ist. Wir sind der WDR, wir stehen hier als WDR zusammen und wollen auch irgendwie denen in der Geschäftsleitung sagen, Moment, mit uns lässt sich nicht verhandeln, wir haben klare Forderungen, wir wollen mehr Geld in die Tasche, wir wollen diese Arbeitsverdichtung, die beim WDR im Moment vorherrscht, etwas entspannen. Wir wollen einfach mehr für unsere gute, wertvolle Arbeit haben. Und deshalb bin ich ganz froh darum, dass so viele Kollegen und Kolleginnen hier vor Ort stehen, ja, und uns dabei gleich unterstützen, wenn wir in die Verhandlungen reingehen. Das wird am Nachmittag sein. Also der Warnstreik, der hat wirklich ein Signal gesetzt. Und da bin ich richtig stolz, da bin ich froh.